Wettershow. Und das Wetter heute in Lyon wird in dem Fall sehr sonnig werden und 16 Grad. Also Dominik Thiem hat hier gute Bedingungen. Und so ähnlich schaut das Wetter auch bei uns aus, in einigen Teilen Österreichs. Aber es gibt auch die Stellen, wo viele Wolken durchziehen und die bringen einmal mehr Regen und, wie wir es auch hier sehen, Schneefall. Gestern nämlich in Latterns. Und das kann heute auch wieder eine Wiederholung finden, besonders in den höheren Lagen. Denn durch diese kühlen Temperaturen kann der Regen jetzt auch wirklich zu Schnee werden. Und da haben wir auch noch den Blick für Sie in unser wunderschönes Land Österreich, das derzeit von diesen Regentiefs, die sich in Mitteleuropa befinden, wirklich eingenommen werden. Aber das Schöne ist, die Temperaturen gehen heute ein bisschen nach oben, so auch hier in Kärnten. Da haben wir heiligen Blut für Sie, derzeit auch noch ein bisschen Wolken verhangen, aber es kann hier auch die Sonne durchkommen. Und es bleibt hier in den südlichen Regionen sogar am freundlichsten heute an diesem Donnerstag. Dürnstein, auch hier gibt es heute die Temperaturen wie in Lyon, das heißt 16 Grad wird es heute an Tageshöchstwerte geben und da gibt es einen Mix aus Wolken, aus Sonne, aus blauem Himmel und auch der lebhafte Wind wird auch heute wieder mit dabei sein. Ich habe schon angekündigt, es sind sehr viele Tiefdruckgebiete in Europa unterwegs und eines, das formiert sich gerade hier bei den britischen Inseln, ein Sturmtief und das wird dann besonders in den kommenden Tagen eine Rolle spielen bei uns in Österreich. Anders sieht es hier in Lissabon aus, 24 Grad, Madrid 28 und Rom sogar auch wieder ein bisschen wärmer geworden bei 20 Grad. Die 20 Grad Marke, die könnten wir morgen erreichen. Heute müssen wir noch einmal durch viele Regenwolken. Sie sehen es hier, Salzburg, Linz und Zwettl, da ist deswegen auch nur 14 Grad. Der Süden, wie angekündigt, doch schon feiner. Bozen 22 Grad, da sind wir noch ein bisschen entfernt, aber Klagenfurt und die Steiermark, die können hier mithalten mit Topwerten von 17 Grad. Die können sogar auf 18, 19 Grad da und dort hinaufklettern. Der Westen regnerisch, aber Sie sehen es, mit Verlauf des Tages kommt die Sonne immer mehr hervor und es wird trockener. Der Osten hat ebenso viel Regen mit dabei, Tageshöchstwerte 15 Grad, da wird es erst in den Nachtstunden trockener und das wird sich auch auswirken auf morgen. Morgen ist der trockenste Tag dieser Woche bisher, 14 Grad, aber leider nur von den Temperaturen. Am Samstag schon wieder der Regen dabei, das ist dieses Tief aus Großbritannien. Aber dann Pfingstsonntag und Montag ein bisschen stabiler. Dasselbe Bild zeigt sich auch im Osten und da gehen die Temperaturen auch wieder hinauf. 22 Grad aus heutiger Sicht für den Montag und schauen wir noch auf morgen, da haben wir auch schon die 20 Grad. Aber leider dann am Samstag wieder die Abkühlung. Das war also der Blick zum Wetter und nach einer ganz kurzen Werbepause haben wir für Sie natürlich die interessantesten News aus Österreich und international vorbereitet.